Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns gedacht, wir sprechen mal zu dem Thema Mut. Mut, warum Mut? Beim Bauen ist das ganz Wesentliche, Wichtige, dass ihr Mut habt, die Sachen anzupacken, die Sachen durchzuziehen, dabei zu bleiben. Das ist eigentlich wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch. Nur beim Bauen begegnen euch, ich will mal sagen, Leute, die nicht die gleiche Meinung haben wie ihr, die dann sagen, naja, wir würden es lieber konventionell machen. Wir würden es vielleicht lieber so machen wie vor 20, 30 Jahren oder vor 50 Jahren, teilweise vor 100 Jahren. Und da müsst ihr Mut haben. Ihr müsst Mut haben, das durchzuziehen, was ihr euch vorstellt. Weil ihr sollt ja letztendlich in der Wohnung, in dem Haus leben. Und das heißt, warum sprechen wir heute vom Mut? Mut heißt, dass ich vernetzt baue. Vernetzt heißt, dass ich nicht konventionelle baue. Und das betrifft natürlich alle Gewerke. Und wir hören das immer wieder von euch und auch von den Anfragen, dass oftmals auch von Seiten des Handwerks oder von anderen Beratern, auch von den Architekten, so das Argument kommt, naja, jetzt könnt ihr erstmal konventionell bauen, so wie man es immer schon gemacht hat, habt. Und dann kann ich im Anschluss dazu, kann ich das Ganze smart machen, das Ganze vernetzen. Gibt es ja genügend Systeme. Das ist so die Argumentation, die von Leuten kommt, die selber erstens noch nie gebaut haben und zweitens auch keine Verantwortung übernehmen wollen. Und in dem Falle, wenn ihr jetzt baut, müsst ihr selbst die Verantwortung übernehmen. Wir können euch dabei unterstützen und von Anfang an vernetzt bauen. Weil, wenn ihr das nicht tut und ihr baut konventionell, das betrifft alle Gewerke, ne, dann sieht das nämlich so aus, dass die Kosten wirklich exorbitant in die Höhe steigen. Und dafür will wieder niemand die Verantwortung übernehmen, auch von den beteiligten Verantwortlichen, die Gewerke verantworten, die so bauen wie vor 50 Jahren. Deshalb meine Message an euch, habt Mut, geht neue Wege. Eigentlich sind die Wege ja auch nicht so neu, sondern sie sind wirklich der Gedanke der Vernetzung. Das bringt uns ja allen was. Das bringt euch beim Bauen was. Das bringt euch dann im gesamten Zyklus der Immobilie was. Ja, und das spart letztendlich auch noch Kosten. Ich wollte noch mal was sagen zu den Leuten, die in eurem Umfeld sind, die euch beraten, von denen ihr vielleicht auch Geld bekommt. Da sieht es nämlich so aus, die werden oftmals dann so in die Richtung denken, oh, da bin ich aber skeptisch, was ihr da vorhabt, ob das wohl alles so funktioniert. Und da müsst ihr einfach dranbleiben und sagen, wir bauen smart. Die ganze Konzeption, die wir dem zugrunde legen, ist smart. Und da können wir euch unterstützen, da könnt ihr euch gerne an uns wenden und wir unterstützen euch dabei. Und das ist oftmals auch der Familienkreis, der Freundeskreis, die teilweise, ich sag mal, meistens haben die meisten noch nie gebaut oder die gebaut haben, das ist halt vor 20, 30, 50 Jahren und das ist halt nicht mehr gültig. Das passt auch nicht mehr in den Stil heute rein, wie wir leben und wie wir arbeiten. Das hat sich alles total verändert. Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung. Also von Anfang an nochmal, habt Mut beim Bauen. Geht das Ganze konzeptionell an. Wir bieten euch die Unterstützung dazu. Ja, und seid auch offen für die Dinge, die es bereits schon gibt. Man muss sie nur die richtigen Dinge zusammenfügen. Das war ein Beitrag zu dem Thema Mut. Wir freuen uns auf Kommentare, wir freuen uns auf einen Daumen, wir freuen uns, wer noch kein Abo hat, über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis in Kürze. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Mut gesprochen. Eigentlich ist es ja, ich sag mal, Schlauheit, Intelligenz, weil Mut bedeutet ja in dem Falle nur, dass man mutig ist gegenüber den Einwänden der Leute, gegenüber der Familie, gegenüber den sogenannten Experten, gegenüber den Freunden, die euch davon von der wirklichen Geschichte abhalten wollen. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Eigentlich geht es ja letztendlich wieder um Kosteneffizienz, Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit, die ganzen Features, die wir in diesem Gebäude dann umsetzen und der Upgrade-Fähigkeit. Das nochmal so. Mut. Bis zum nächsten Mal.